Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer Folge Assassin's Creed Odyssey Atlantis DLC Episode 2. Die Unterwelt der Hades. Ihr habt es in der letzten Folge mitbekommen, wir haben den Hades ja selber getroffen und auch Elpenor getroffen, den ersten Kultisten, den wir getötet haben, und ein riesen Arschloch. Und wie der Teufel es so will oder Hades es so will, haben wir wohl keine andere Wahl, als mit Elpenor zusammenzuarbeiten, denn ein anderer Kultist namens Hülker, den ihr vermutlich auch noch kennt, tanzt hier unten gewaltig aus der Reihe. Sprich bei der Schatzkammer mit Kronos. Ja, genau, die Quest, die gucke ich mir mal an. Wir haben einige Quests. Verloren und gefunden. Atlantis Kapitel Elpenor. Da man ohne die Rüstung der Gefallenen den Tartarus-Schleier nicht durchqueren konnte, bat Elpenor Alexios, ihn bei Kronos Schatzkammer zu treffen, wo er hoffte, die fehlenden Kampfhandschuhe zu finden. Falls ihr euch erinnert, Charon erzählte uns, dass diese Kampfhandschuhe verschollen seien. Die anderen vier Gegenstände werden wir von den Helden bekommen, ne, die wir sowieso aufsuchen müssen. Nehme ich mal stark an. Schatzkammer des Kronos. Wir gehen rein. Perfekt. Schatz geplündert 3. Okay, Icarus, schalt mal frei hier. Einer. Ah, dann komme ich da rein. Und auch zu dem anderen Schatz, der da oben irgendwo war, nicht wahr? Oder offensichtlich nicht. Wir gehen rein. Für alle Fälle mache ich mal wieder Attentatschaden, klar. Das ist aber auch groß für eine Schatzkammer hier, oder nicht? Vor allem, was befindet sich denn da unten? Ich würde ja so gerne mal reinspringen, Freunde. Aber ich weiß nicht, wo wir dann auftauchen werden. Wir reden mit Elpinor, komm. Alexios, schön, dass du da bist. Fast wäre ich nicht gekommen. Ich werde dein Vertrauen zurückgewinnen. Wir können gleich beginnen. Diese Tür führt uns zur Schatzkammer des Kronos, wo sich die besagten Kampfhandschuhe befinden. Okay. Ich habe hier den Schlüssel. Wenn ich dir vertrauen soll, musst du mir die Wahrheit sagen. Warum hast du diesen Schlüssel? Hades hat mich einst die Schatzkammer aufräumen lassen. Ist das so? Wie gefährlich ist es, Kronos zu bestehlen? Kronos, war Kronos noch nicht der Vater von Zeus? Die Titanen? Kronos? Ich meine ja. Titan zu bestehlen, kommt mir unklug vor. Ja, da ist es, Sie sind vor Titan, langer Zeit tatsächlich. gefallen. Wir können Ihre Werkzeuge bedenkenlos gegen den Höker einsetzen. Nachdem die Götter die Titanen besiegt haben, wurde Kronos dazu verbannt, in den Hades die Welt auf seinen Rücken zu tragen, nicht wahr? Auf ewig. Sowas in der Art. Was läuft da zwischen dir und Hades eigentlich? Habt ihr was miteinander? Und du putzt jetzt also bei Hades? Ich erledige nur ab und an Kleinigkeiten für ihn, das ist alles. Er ist sozusagen mein Mentor. Hades ist aber Verstehe. nicht gerade mehr ein typischer Mentor. Es gibt vieles über Hades, das du nicht verstehst. Gehen wir. Ich brauche die Kampfhandschuhe, wenn wir den Höker fangen wollen. Genau das denke ich auch. Ich biete dir meine Hilfe an, um dich durch die Schatzkammer zu geleiten. Bringen wir es einfach hinter uns. Es gibt auch keine Entscheidung, die ich treffen kann, um den dazulassen, ne? Der kommt mit mir, ob ich will oder nicht. Interessant. 3 Schätze. Gut, wir gehen rein. Ich hoffe, kommst du nicht in die Quere. Diese Höhle wird regelmäßig von den Gefangenen des Tartarus angegriffen. Und dann rein da. Dich nehme ich. Dann Übergang, Brücke und dann noch einmal den Dicken. Jawohl, so geht das. Fantastisch. Okay, Schatzkammer bedeutet Schätze natürlich, ne? Ich würde mich auf jeden Fall mal umschauen müssen hier. Hier scheint nichts zu sein. Wir gehen weiter. Hallo? Hier gibt es auch einen Weg. Sieht aus, als könnte man diesen Weg von der anderen Seite freiräumen. Und das heißt, ich muss hier rüber, okay. Bisschen düster hier. Ich mach mal Licht. LOL.
Ob wir mal Kronos sehen werden? Ich bin mal gespannt. Kugeln des Hades. Diese Kugeln fügen Schaden zu und entziehen Adrenalin. Oh wei. Zerstöre sie mit Hilfe von Pfeilen oder Spezialfähigkeiten. Okay. Eine weitere Gefahr, auf die ich... Lass mich mal in Ruhe hier arbeiten. Die Dinger gehen nicht komplett kaputt, ne? Okay, der verschwindet. Das heißt, wenn ich eine zweite kaputt mache, geht die andere wieder. Kommt die wieder? Nö. Komischerweise sind sie jetzt kaputt. Oder ich brauche zwei Schüsse. Hier sollten wir nicht runterfallen, Freunde. Icarus ist natürlich nicht verfügbar. So, ich gehe einfach mal hier. Schön durch die Mitte, oder? Obwohl da hinten hier ein Schatz ist. Ich wage den Sprung. Ich wage ihn. Komm. Jawohl. Alles cool. Ich möchte auf jeden Fall die Schätze haben. Drei Stück. Okay. Annahme bestätigt. Die Kugeln brauchen zwei Schüsse. Hallo? Okay. Alles cool. Schlange? Ich hab dich gesehen. Und ein Schatz. Hüftriemen. Naja, Schatz ist Schatz, ne? Nimm mal mit. Kann ich da runterhüpfen? Wir gehen mal einfach zurück. Wir gehen einfach zurück. Komm schon. Ob ich den Sprung schaffe? Ich weiß es nicht, Leute. Ich versuche mein Glück. Jawohl. Alles cool. An diesen Schatz komme ich wohl später erst. Was? Ah, scheiße, die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Dreimal gebissen und ihr seid tot. Die Schlangen sind ziemlich böse. Also ein Auge immer schön auf den Boden gerichtet lassen, nicht? Da sind wir durch. Da sind wir durch. Ich hoffe wirklich, dass du den Weg für mich treiben kannst. Du wirst doch wohl hier rüberkommen, oder nicht? Das sind keine Schlangen. Ja, ich muss ihm ja die Tür aufmachen. Sieht okay aus. Okay, bevor wir da weitergehen, muss ich den ersten mal reinlassen. Machen wir auch. Jawohl. Jetzt räum den Weg frei, ich dir folge. Sehr gut. Dann also auf zur Schatzkammer. Oh mein Gott, ich trau den Scheißtypen nicht, wahr? Aber, naja. Gut, jetzt nehmen wir uns einen Raum nach dem anderen vor. Ne? Das ist wirklich ein kleiner Irrgarten hier. Hier ist nichts. Und wie ist es so, für den Gott der Toten zu arbeiten? Willst du das wirklich wissen? Und eigentlich schon interessant. All diese Alter, verpiss dich mal. Er ist gerissen. Er inspiriert. Er ist ein wahrer Meister des Lebens. Des Todes. Er ist alles, was ich selbst gerne sein möchte. Ah, deswegen hängst du mit dem zusammen. Der eifert den extrem nach. Und so wie ich Elpenor kenne, möchte er lediglich quasi die Macht haben von ihm. Eh? Wer weiß, wird er nachher der nächste König der Toten hier unten. Ah, schnell mal ein bisschen weg. Ja, wir müssen wirklich vorsichtiger arbeiten. Viel vorsichtiger arbeiten. Ja, 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 ja. Die schieben wir mal schön zur Seite, dann können wir das nicht ziehen, ne? Da ist was im Weg. Ist denn da noch im Weg hinter mir?
Ach so, das sind die Schränke. Ich dachte, das wären Schätze. Alles cool. Aber da liegt noch was. Ein Bug, da wo ich nicht drankomme. Ja, super. Hier ist nichts. Okay, dann gehen wir weiter. Hauptsache, wir behalten unser Ziel im Auge. Das sieht so aus, als könnte man hoch und dann irgendwo oben in der Wand durch ein Loch kriechen, ne? So, ich denke zumindest die ganze Zeit daran. Hier bin ich schon gewesen. Ja. Hier muss ich hin. Der Weg ist versperrt. Hier müssen wir rumlaufen. Können wir öffnen, müssen wir aber nicht, ne? Machen wir aber, warum nicht? Wer weiß, was nachher auf uns zukommt. Wenn wir nachher einen schnellen Fluchtweg brauchen, sind wir doch froh, wenn wir hier so durchkommen. Komm, Schlange. Schatz geplündert. Alle Schätze, das ist wunderbar. Das ist das, was ich immer will. Wenn ich irgendwo bin, möchte ich auch alles haben. Das sieht doch okay aus. Da bin ich hergekommen. Hier gibt es auf jeden Fall wieder was zu holen. Also ran an den Speck, die Moneten holen wir uns. Perfekt. Ich rechne jeden Moment mit so einer Szene, dass Elpenor hinter mir steht und mich abstechen will, ne? Ich finde, dass mein Misstrauen nicht gerade unbegründet ist. Gut. Das sieht doch gut aus, nicht? So, Elpenor, wo sind die Handschuhe? Was ist das hier? Die Schatzkammer des Kronos. Kronos hat hier all seine weltlichen Besitztümer verstaut. Weit weg von den Söhnen, die ihm als ein Verderben prophezeit wurden. Als Kind habe ich diese Geschichte geliebt. Alle Mythen, Geschichten und Eben, die sich von Generation zu Generation weitererzählt wurden, waren schon immer real. Und jetzt mischen wir zusammen unter den Göttern mit. Das war schon dünn. Diese Kampfhandschuhe. Hier drüben. Danke, ich nehme sie. Ich nehme diese Kampfhandschuhe für dich. Oder wolltest du sie selbst behalten? Ich würde nicht mal im Traum. Ja, dann ey, ist klar. Verschwinden wir von hier. Ja, geil, Leute. Ja, wow. Mit grünem Pfeil nach oben? Level 80. Geil, Digga. Sehr schön. Und natürlich haben wir die Quest geschafft, oder? Jawohl. Schlangen häuten sich. Die aktiviere ich jetzt erstmal. Die Rüstung der Gefallenen kann den Tartaro-Schleier durchdringen. Triff Elpenor am verlorenen Tempel der Nix. Das Häuschen schaue ich mir an. Bin ich zu nah an der Hauptmission wieder reingekommen? Ich weiß es nicht. Glücklicherweise. Phoebe! Oh mein Gott! Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Bist du ein Gott? Phoebe, ich bin's. Alexios. Schön, dich kennenzulernen, Alexios. Oh mein Gott, die hat uns vergessen. Ist das dein Adler? Die hat sogar den Adler vergessen. Ich wünschte, ich hätte einen Adler. Oh mein Gott, warum ist die hier unten im Hades und nicht im Elysium? Ich hab mich eh gewundert, wo die ist. Das weiß ich, Phoebe.
Was machst du denn hier? Spielen. Wieso weißt du, wie ich heiße? Die erinnert sich nicht an uns. Ich denke jeden Tag an dich, ja, aber sag das mal einer Person, die nicht weiß, wer du bist. Was soll sie davon halten? Versuch dich zu erinnern. Jemand hat ihn mir gesagt. Versuch dich zu erinnern. Wieso weiß die nicht, wer wir sind? Die hat uns ja nicht einfach so vergessen. Da muss ja irgendwas, passiert sein. Kephallenia, Marcos, Athen, was passiert? Erinnerst du dich an irgendwas davon? Oder an mich? Ich erinnere mich nicht an dich. Arbeitest du für den Einäugigen? Wer ist das? Ich hab mir dieses Wasser, als ich Durst hatte. Der Einäugige? Hast du das Wasser der Lethe getrunken? Oh nein. Vöber, das ist sehr jetzt wichtig. Wissen wir das. Du musst mir sagen, wer es dir gegeben hat. Ich erinnere mich nicht an seinen Namen. Der Zyklop. Er war mein Spielzeug. Du hattest einen Adler, wie Ikaros. Wenn wir den zurückbekommen, erinnerst du dich vielleicht? Nein, ich erinnere mich an alles. Glaube ich. Das Wasser der Lethe. Die Folge habe ich auch... im Elysium habe ich eine Folge hochgeladen, die heißt Das Wasser der Lethe, ne? Oder noch ein Schluck oder das Wasser des Vergessens. Dieses Wasser lässt die Leute die Vergangenheit vergessen. Ein Einäugiger hat sie gegeben. Ich würde sagen, das war der Zyklop, ne? Der mit Marcos am Anfang des Spiels in Odyssey noch ein Problem hatte. Scheiße. Ich frag mich jetzt mal durch. Wohin ist der Einäugige Mann hingegangen? Denk nach. Weißt du, wohin der Einäugige dein Holz angebracht? Ich bin sicher, dass der das ist. Wer soll es sonst sein? Die Grube der Entbehrung? Sagt mir nix. An was erinnerst du dich sonst noch? Das sind ja optionale, ne? Fragen kann ich erstellen. Erinnerst du dich an irgendwas, bevor du das Wasser getrunken hast? Nein, ich war schon immer hier. Phil hat das Wasser im Elysium verboten, aus gutem Grund, wenn er mich fragt. Aber es existiert ja kein Wasser mehr, zumindest im Elysium. Aber hier gibt es das anscheinend noch. Wir müssen deinen Adler zurückholen. Vielleicht hilft das ja. Der Einäugige hätte dir niemals dieses Wasser geben oder dein Spielzeugadler wegnehmen dürfen. Ja. Wir holen ihn zurück. Und machen den kalt, das dumme Schwein. Wir werden das Spielzeug stehlen. Ja, wir werden das Spielzeug stehlen. Es ist ja deins. Genau das meine ich. Stehlen. Irgendetwas sagt mir, dass du einer Totale bist. Bist du willkommen? Ja, wir wissen das. Willst du, dass ich mit dir auf ein Abenteuer gehe? Klar. Also gut. Dann möge das Abenteuer beginnen. Wir werden die Folge nachgehen. Begib dich mit Phoebe zur Grube der Entbehrung. Ich wollte ja eigentlich wieder diesen Spinner treffen, Elpenor. Aber ich finde, so eine kleine Quest mit der Phoebe ist eine kleine Abwechslung. Warst du das schon mal? Ich war immer nur hier. Wo war dieses Mädchen? Können wir mit dem Pferd reiten? Oh, oder muss ich laufen? Mutig. Ach, jetzt kommt das Geflügelte. Sie sagte immer, sie würde zu mir. Kommst du mit? Tatsächlich, aber jawohl. Du hast sie bewundert? Hast du ihr das je gesagt? Nein. Ich wollte es. Aber dann war es zu spät. Sei nicht traurig. Sie wusste es bestimmt. Ich weiß gar nichts mehr, Alter. Ist das hart. Als wenn die Sache mit Phoebe nicht schon schlimm genug wäre, dass sie, ne, getötet worden ist. Das hat mich ja so runtergezogen. Kluft der Grube der Entbehrung. Was ist das das was? Ne, wir müssen da rein. Wir sind da. Bleib lieber hier, während ich dein Spielzeug suche. Abflug. Mein Gott, geht das da tief runter? Ja, lol. Aber die Sache erledigen wir mit Phoebe. Ah, die hat sehr, sehr viel Scheiße erlebt, die Phoebe. Und jetzt auch noch das. Wir werden hier nicht alleine sein. Ich muss aufpassen. Ja, das nehmen wir uns mit. Stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt.
Das ist wieder dieser Schleier, ne? Ja, hier komme ich wieder nicht rein. Ich muss mir unbedingt die Stellen merken, wo diese Schleier sind. Aber die werden mir auf der Karte auch angezeigt. Ich schau mal ganz schnell. Tatsächlich hier, dieses gelbe Symbol. Na gut, die gehen weiter. Fürwes Spielzeug wird von den Wachen des Einäugigen beschützt. Icarus kann ich hier nicht rufen. Wir müssen das selber erledigen. Da unten ist so einer. So, wir regeln das mit dem Schleier. Quiz betreten. Komm hoch. Und du. Okay, wir sind wieder zurück. Riss versiegelt. Eins gibt es noch. Ja, komm, ein paar Schätze muss ich schon sammeln. Ziegenkäse, Alter. Eisenbrocken, nehmen wir mit. Ein Schatz ist hier nicht. Ja, super. Wann geht der in Flammen auf? 10 Minuten später. Ich hier richtig? Junge, Junge, Junge. Das ist aber gefährlich hier. Hier gab es noch einen Weg. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich versuche mein Glück. Scheiße. Komm, ich will es versuchen. Jawohl, hat geklappt. Oh, die Schnauze, Junge. So, was hat sich erledigt? Es gibt noch einen Feind. Der Riss ist noch nicht vorbei. Ich kann keinen Attentat machen. Aha. Jawohl, erledigt. Sehr schön. 2 Risse versiegelt. Eins von 3 Schätzen. Da gibt es hier noch 2. Da liegt noch was. Nehmen wir uns mit und rauf. War das hier? Nur der Riss und der eine Schatz? Ja gut, da gibt es ja nur noch einen Weg, ne? Dann gehen wir zurück. Zwei Schätze. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Gegner. Allerdings sind die da nicht mit dem Riss verbunden. Okay. Das gönne ich mir. Okay. Habe ich überhaupt Leben verloren? Hoffentlich brennt es sich nicht durch die Kleider. Okay. Scheiße. Unbedingt rollen. Unbedingt rollen. Nein, 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 nein. Nein, nein, verdammt. Malaka, geh aus, verdammt. Wieso gehst du nicht über diese Dreckskette, Mensch? Aha. Okay. Hier sind wir durch, ja? Ja. Aber liegt auf dem Weg, nehmen wir uns mit. Scheiß auf das Ding da oben. Ja, super. Hm.
Bams. Okay, Verwüsterschuss. Den haben wir lange nicht mehr benutzt. Vollgas. Jawohl. Oh, die sind schon stark, wa? Die sind echt schon stark. Da stellt der sich auch noch genau dahin, wo der andere mich mit dem Bogen trifft. Egal. Perfekt, die kriegen wir noch. Das war's mit dir. Daneben. Scheint hier das Ende zu sein, ja, ja. Truhe. Perfekt. Komplett abgeschlossen. Bis auf den Schleier, den wir eventuell noch betreten dürfen. Ich bringe den Adler nach Phoebe. Da steht der Adler da. So, weil nichts mehr großartig passiert, Leute, werde ich jetzt mal zur Phoebe rausgehen. Ich schneide das mal raus, diesen ganzen Gang, damit das sich hier nicht unnötig in die Länge zieht, ja? Bis gleich. Okay, Freunde, ich bin jetzt fast draußen hier. Ich muss hier echt auch komplett hochklettern. Phoebe, ich habe deinen Adler dabei. Okay, kein... Ne, kein Feind in der Nähe, kein Zyklop. Bin sicher, dass das der Zyklop war, der Typ mit dem einen Auge. Wir werden sehen. Vor allem, wie die aussieht, total. Mein Adler. Ne? Oder dich hat es nicht geschafft. Hier, nimm ihn. Erinnerst du dich an irgendetwas? Alexios? Wunderbar, sie erinnert sich. Krass. Oder? Oder erinnert sie sich nicht? Sind das ihre Gedanken? Ich war so allein. Cool gemacht, Leute. Ich schrie deinen Namen. Oh mein Gott, das ist der Moment, wo sie die getötet haben. Und ihre Messer spüren. Wo warst du? Sie erinnert sich. Jetzt bin ich hier. Ich bin hier. Alle haben mich einfach verlassen. Meine Eltern, Markus, Aspasia, selbst du. Was stimmt mit mir nicht? War ich nicht gut genug? Nichts stimmt mit dir nicht. Es war meine Schuld, es war Aspasias Schuld. Ich hätte da sein sollen. Ich werde die Schuld auf mich nehmen. Natürlich bist du gut genug. Es war meine Schuld, nicht deine. Ich hörte dich meinen Namen rufen. Doch als ich dich endlich fand, war es schon zu spät. Wie meinst du das? Weiß sie nicht, dass sie gestorben ist?
Sag mir, woran du dich erinnerst, bevor ich ihr sage, dass sie tot ist. Weiß sie das nicht? Woran erinnerst du dich? Sag es mir. Herikles lag im Sterben. Wer noch nicht krank war, musste Athen verlassen. Ich dachte, ich wäre allein. Ich war immer allein. Und dann... Okay. Es tut mir so leid. Ich bin... Wo sind die goldenen Gefilde? Du meinst das Elysium? Ich war dort. Es war wunderschön. Oh, sie war doch dort. Doch dann kam ich hierher, um meine Eltern zu suchen. Du bist in die Unterwelt gereist, um deine Familie zu retten. Das ist sehr mutig. So wie du auszogst, deine zu finden. Aber meine braucht mich noch. Ich sollte zu ihnen gehen. Phoebe, du hast eine Menge durchgemacht und deine Eltern nie getroffen. Es ist nur verständlich, dass du nervös bist. So ging es mir auch. Ich wäre nicht aufgeregt, wenn du mit mir kämst. Ich komme mit dir. Natürlich werde ich sie niemals wieder alleine lassen. Wo sind deine Eltern? Ja, ich frage mich dort. Bevor wir irgendwo hingehen, wo sind deine Eltern? Ich folgte einem Hinweis. Wer von seinen Liebsten getrennt wird, dem droht das Rad des Ixion. Vielleicht wurden sie von mir getrennt. Ich komme mit dir. Es wäre mir eine Ehre, für dich da zu sein, wenn du deine Eltern triffst. Zeig mir den Weg. Begleite Phoebe zum Rat des Ixion. Sehr schön. Wir holen uns ein Pferdchen. Auch wenn das jetzt noch ein wenig lange dauert, die Folge, Leute, aber ich muss das durchziehen jetzt mit Phoebe. Sie hat es verdient. Also bleibt schön am Ball, Leute. Hier ist das Rad. Ja, das Rad hatten wir gesehen. Da sind wir vorbeigelaufen, ne? An dem Rad. Hier scheint aber nicht viel los zu sein von wegen an Soldaten. Aha. Adler, Angriff. Vollgas! Mein kleiner Ikarus. Perfekt. Vor allen Dingen hier so viele Tote rum. Die kann ich alle mal plündern. Perfekt. Vor allem werden mir die hier gerade alle angezeigt. Ne? Von daher alles cool. Du bist dran. Ja, ich komme, aber erst muss ich plündern, Alter. Das ist ziemlich wertvoll, wichtig. Okay, ich gehe rein. Sind das Phoebes Eltern? Krass, die haben wir ja wirklich schon nie kennengelernt, ne? Phoebe war von Anfang an bei uns. Sagt es dem Zyklopen, das Mädchen ist nicht hier, ihre Familie auch nicht. Das ist nicht die Mutter. Ich tu dir nichts. Ganz ruhig. Werden wir nichts tun. Wir wollen nur wissen, was hier passiert ist. Diese Halunken folgten dem Zyklopen von Kephallenia ins Grab und nun in die Unterwelt. Tja. Er schickte sie hierher, auf die Suche nach einem Mädchen. Der Einäugige. Hast du jemals ein Mädchen namens Phoebe getroffen? Das ist Phoebe. Ich habe noch nie von ihr gehört. Ja, wenn ich jetzt sage, dass es Phoebe, kommen Leute und töten die nochmal. Ne? Wenn ich sage, ich habe noch nie von ihr gehört, bleibt die vielleicht am Leben. Ja, vielleicht denke ich nur wieder zu kompliziert, Freunde. Ich habe noch nie von ihr gehört. Das ist Phoebe. Ich sage einfach, dass es Phoebe kommt. Das ist Phoebe. Du bist es tatsächlich. Ich liebte deine Eltern wie meine eigenen, meine Kleine. Sie versteckten sich hier mit mir und erzählten mir von der großen Kriegerin Phoebe, die ins Elysion gesegelt war. Sie nannten mich eine Kriegerin? Als der Kerberos starb, schlichen sie sich davon, um dich zu suchen. Oh, okay. Der Zyklop sucht ebenfalls nach dir. Warum? Entschuldige uns bitte. Wieso ist der Zyklop unter dem kleinen Mädchen her? Wegen uns? Ist der Zyklop. Ja, ich weiß. Er zwang mich, das Wasser zu trinken. Sicher weiß er, dass wir deinen Adler zurückgeholt haben. Und will sich rächen. Was sollen wir tun? Ich finde deine Eltern und ich finde den Zyklopen. Ich würde ja gern beides tun, aber ich glaube, wir sollten vorher den Zyklopen ausschalten, oder nicht? Die Tore zum Elysion sind geöffnet. Aber du kennst den Zyklopen. Er wird nicht... Das ist das. Wir müssen uns um ihn kümmern. Was ist mit ihr? Sie ist eine Freundin meiner Eltern. Ich möchte ihr helfen. Und bleib bei ihr. Scheint, als könnte sie gut auf sich selbst aufpassen.
Okay. Die Kehren sind magisch. Und sie heilen Menschen, die im Kampf verwundet wurden. Sie leben hier in der Nähe. Ich könnte... Vögel. Ich schaffe das. Ich beeile mich und dann bekämpfen wir den Zyklopen. In Ordnung. Aber trödle nicht. Sonst komme ich hinterher. Sonderbar war das. Das war gerade ein bisschen komisch. Naja, die Geister einer jungen Kriegerin. Quest abgeschlossen, finde Phoebe. Die Kehren sind Mistkreaturen aus dem nördlichen Teil der verbannten Ländereien. Phoebe sucht westlich vom Tor des Jägers nach ihnen. Angeblich leben sie bei Salmoneus Hybris. Das sagt mir auch nicht sehr viel. Freunde, ich würde die Folge an dieser Stelle erstmal beenden und wir werden in der nächsten Folge die Phoebe-Aktion hier weiter starten. Ja, wir finden die Phoebe. Mal sehen, was da so los ist. Vor allem werden wir den Zyklopen kalt machen und ich bin mal gespannt, ob wir die Eltern treffen. Das wird auf jeden Fall noch interessant hier alles. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.